Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Finde die vermissten Dorfbewohner. Upsala. Das ist direkt, ja, ich sag mal, nicht da vorne, sondern es ist nah. Ich muss dafür. Warte mal. Rausgehen. Ach, da vorne, okay. To my health and death to the others. Close to it, Sir Ignestiri. You've no magic left. Drink the potion. Close to it, Sir Ignestiri. Things are about to get dicey. Okay, ich muss nach unten. Och, lass mich jetzt nach unten kommen können, also unten gehen können. Nein. Och, ich muss. Das ist doch Kacke. So geht's auch nicht. Oh. Hier ist noch To my health and death to the others. You've no magic yet. Drink a potion. Wir machen das natürlich erstmal hier alles soweit fertig, weil sonst macht es jetzt persönlich sonst keinen Sinn, jetzt erstmal da durch die Gegend zu latschen. Kann übrigens sein, dass ihr wieder meine Heizung knacken hört. Das liegt daran, dass ich sie gerade ausgemacht habe. Nein, das war Upsala. Upsala. Ist übrigens ein Ort in Norwegen. Upsala. Upsala heißt das, wird das eigentlich ausgesprochen. Do you have any news? Do you know where my sister is? Not yet, but I have not given up the search. Your sister, by chance, was she fond of a young fisherman who also disappeared? They have known each other since they were little. Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the Mindshakers wanted to take her. Mm. But she is promised to another. The brother of the young fisherman told me that he suspected him to be in love. And there is also the story of a fight. He defended her because he has heart and because she is his friend. But she was promised. If the boy had a sweetheart, then it must be another young girl. Yeah. Leider nicht nachhaken, können wir mal machen. Now listen. I really need to know everything that can help me find your sister. Hiding something, anything, will only make me lose time. I have told you everything that I can. Bring her back to me. Please do this. If your sister broke the promise, we shall keep the secret. She will not be banished by our doings. I believe you, Donegad. And I shall share with you all that I know. You are right. I know she loved this boy, and that they met each other in secret. Okay. Why did you hide that from me? I am not her suitor. You are a Renaigse. You do not understand what a promise entails.
When two young people give themselves to one another, they weave a bond between them, but also with their village. Breaking it would mean banishment. I didn't want her to have to leave. I see. That is why they had to meet up in secret. Do you know where they went? In the clearing. Oh, I hope nothing has happened to them. I shall go and see if I can find any trace of them. I must leave now. Why did it take her so much time to accept that her sister was in love with that boy? Because her sister was betrothed to another. Breaking a promise is taking the risk of being exiled. Does one's word mean nothing on your island? Weil sowas ja auch so viel Sinn macht. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das früher überhaupt ausgehalten haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich daran denke, da irgendjemandem versprochen zu sein. Ich kann da wahrscheinlich nicht durchlatschen, jemand anderen versprochen zu sein. Ich weiß nicht. So, das scheint ja alles irgendwie, hochala, da hinten so auf der Seite zu sein. Versuchen wir es mal hiermit. Hier scheint mal was in der Nähe zu sein. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, mit jemanden zu lieben, also oder mit jemandem zu schlafen, den ich nicht leiden kann, ne? Ich meine, ich sag jetzt mal. Okay. Ich muss nach ganz unten wohl, anscheinend. Ich meine, ich behaupte jetzt nicht, dass, wenn man mit jemandem schläft, also mit jemandem Sex hat, dass man denjenigen unbedingt lieben muss. So, viele wünschen sich das ja gerne finden das ja auf eine sehr, das ist eine sehr romantische Art. Wie soll ich denn da runterkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Hä? Da unten ist was, aber wie soll ich da zum Teufel runterkommen? Doch nicht. Vielleicht irgendwie durchs Dorf? Guck mal eben. Wobei ich, ja, also es ist zwar eine romantische und schöne Vorstellung, aber so ist es ja halt nicht, ne? Also nicht immer. Es gibt Menschen, die, jetzt will ich mich auch noch hier verlaufen, die schlafen natürlich nur mit der Person, die sie auch wirklich lieben und mit der sie auch zusammen sind, und das respektiere ich auch. Das ist auch schön so, und, hier. Given the presence of Tenlins in this clearing, there must be a nest not far from here. Gut. Muss ich mich erstmal um das Nest kümmern, bevor ich weiter rede. You've no magic left. Drink a potion. Close to it. The hunter mentioned that their dominant only went out at dawn. I would be better to come back later. Wir werden aber gerade angegriffen. Wir können gerade nicht wiederkommen. To my health and death to the others. You've no magic left. Drink a potion. Close to Isari Ichnestiri. You're running out of energy. Drink a potion. Aber wir zerstören jetzt aber trotzdem schon mal das Nest. Wird noch mehr kommen? Ach, war ein Vögelchen. Jag es in die Luft, benötige in der Falle, bis zur Morgendämmerung ausruhen. Jag es in die Luft. Was? Ich habe keine elementare Falle. Na gut, was? The ideal man. Oh mein Gott! I must kill the dominant before destroying the nest. Found the Dara Grimeterem Dam. Uffala! Move away! Things are about to get dicey! You've no magic left! Drink a potion!
Haben wir den Dominanten gekriegt? Ah, jetzt können wir es in die Luft jagen. Huchala. Mein Gott. Etwas schreckhaft hier. Heute etwas schreckhaft. So, eins haben wir. Jetzt muss ich ja kurz gucken. Vermisste Dorfbewohner 410, 204. Dann nehmen wir doch das mit der 204 direkt. Okay. So, jetzt kann ich weiterreden. Also, viele Menschen tun das. Sie sind auch mit nur einer Person zusammen, schlafen nur mit einer Person, die sie auch wirklich lieben oder mit der sie zusammen sind und alles drum und dran. Das ist, finde ich, alles, ist all, na, ich, all, mein Haupt vor, finde ich, Respekt, also habe ich Respekt gegenüber. Aber es ist halt nicht immer so, ne? Also es gibt, man hat ja halt nicht immer Sex mit der Person, die man liebt. Es gibt ja auch Leute, die mit jemand. To my health and death to the others. You've no magic yet. Drink a potion. Close to Issa Rechnestiri. Die mit jemanden schlafen. Weil sie einfach nur gerade Bock drauf haben. Natürlich muss ich jetzt, ich zum Beispiel, ich gehöre zu den Personen, ich schlafe halt auch mit Leuten, wenn ich jetzt nicht gerade in die verliebt bin. Also Liebe spielt für mich da jetzt nicht, ich kann das ganz groß trennen. The near water, in the place the fisherman's brother mentioned, a nest must be close to here. Also ich kann das ganz gut trennen voneinander. Muss aber natürlich sagen, dass es natürlich immer besser ist und angenehmer irgendwie ist, wenn man diese Person halt schon länger kennt, mit der zusammen ist und sie liebt. Aber auf jeden Fall, ich kann das trennen und ich muss diese Person, mit der ich dann schlafe, die muss ich ja, oder mit der ich dann zusammen bin, ich muss die ja trotzdem irgendwie mögen. So, sonst, weiß ich nicht, ich könnte mir einfach absolut nicht vorstellen, mit einem wildfremden Mann, den ich vielleicht gerade erstmal gesehen habe, mit denen zusammenzukommen und dann sofort in die Kiste zu hüpfen. Nur weil irgendwie so ein Eheversprechen das von mir verlangt. Also, weil ich könnte nicht. Und eigentlich krass, dass das... It is dawn. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Ja... Immer wieder. To my health and death to the others. Close to Issa Rechnestiri. Ich dachte gerade, das Spiel ist abgeschmiert. You've no magic yet. Drink a potion. Der erinnert mich gerade irgendwie voll an Witcher. Okay, jetzt haben wir da noch eins. Oh nein. Oh, nicht meine Freunde. Du bist der Rechnestiri. You've no magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Ich hasse diese Viecher. Oh, wenn ich irgendein Vieh hasse hier in dem Spiel, dann sind es die. Oh, ich... So, dann gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Wir hoffen natürlich, dass... To my health and death to the others. Können wir die nicht hier irgendwie zusammenlocken? Jawohl. Ah!
Hoffnung halt, dass die den für mich so ein bisschen... Wisst ihr, was ich meine? Move away. Wo ist denn Kurt? Things are about to get dicey. Close to is a richness theory. You've no magic left. Drink a potion. Mein Gott. Huh, was ist denn jetzt passiert? Boah, gerade noch mal die Potion getrunken hier. Boah. Ah, das sieht nicht gut aus. Kann ich nicht so einen Trank trinken hier? Upsala. Green Blood. Ja, ich kann gerade nicht. Moment. Ich muss gerade erstmal hier Zorntrank, Nebeltrank, großer Nebeltrank, weiß ich was, Nebeltrank, Resistenztrank, nee, Gegengift. Ach komm, wir trinken noch ein bisschen. Ja. To my health and death to the others. Close to is a richness theory. You've no magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Uhala. Boah. I'm wounded. I need help. Boah, Alter. Green blood. Ach, sei ruhig. To my health and death to the others. Close to is Nestiri. Boah, wie der die wegbeet, ne? Things are about to get dicey. They broke your armor. Be careful. So, ich hab dich, du Arsch. Oh, ich hab'n. Horn des Königs des Waldes. Mehr nicht? Okay. Da ist aber noch. Ach, das war ja den wir letztens nicht gepackt hätten. Hm. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Freunde. To my help and death to the others. Close to is a richness theory. You've no magic left. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Close to is a richness theory. Nach ist schon tot. So, hier haben wir schon einen Toten. Hier ist... müsste... der nächste Bau sein. The hunter told me that I would find a nest in this area. Ja, und das speichere ich... oh, speichere ich vorher ab. Nein, nicht Spiel beenden. Man weiß ja nie, ne? Und hier aus wie so eine Ritualstätte. It is dawn. The ideal moment. I must kill the dominant before destroying the nest. Move away! Things are about to get dicey! You've no magic left! Drink a potion! Close to is a richness theory! Mein Gott, ey! Hä?
Third nest is destroyed. The Master Hunter will no doubt be relieved to hear it. Aber hieß es nicht, die würden so einem weißen Vieh folgen? Und das Vieh würde die bekloppt machen? Oh, was haben wir denn hier? Na gut. Dann haben wir jetzt nur noch die Verliebten. Wald am Wasser. Hier, ich glaube hier lang. Oh, was ist denn hier? Oh. Oh, sind die groß. Die packe ich mir jetzt nicht. Oh, hier ist eine Lichtung. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our two lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left their takings. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Gut. Wie soll ich das jetzt hier durchsuchen? Warte mal, da ist Blut. Auch traurig, wenn einer tot ist. But Cavern seems to be home to some creatures. Let's be wary. Oh, ich muss schon wieder speichern. Ich mach's vorsichtshalber. It could very well be the lair of that great tenant the hunter spoke of. Oh nein. Ja, wenigstens sieht es nicht aus wie so ein Irrgarten. Ich finde, das mit diesen Glühwürmchen macht viel, viel mehr Sinn als mit den Kerzen, die andauernd immer in so Höhlen an sind. Ach, guck mal. Versteht ihr, wo man sich dann andauernd fragt, wer macht diese Kerzen oder die Fackeln an? Oh nein, einer ist tot. To my help. And death to the others. You've no magic left. Drink a potion. Close to is a richness theory. Die sind beide tot. Three corpses. One is older than the others. Judging from his clothing, he was a missionary. The two others are more recent. A man and a woman. No doubt our missing couple. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. Wollten die vielleicht, oh mein Gott, mit einem Missionar? Aber nee, oder? Wenn das älter ist? Also sonst hätte ich jetzt gesagt, dass er sie verheiraten wollte vielleicht. Nachricht, die bei einem toten Missionar gefunden wurden. Hilarius. Sei besonders vorsichtig, wenn du das große weiße Tenlan in dieser Höhle bringst. Es ist unglaublich wild und die anderen Bestien befolgen seine Befehle. Unser ganzer Plan hängt davon ab, also gib dir Mühe, nicht zu einem weiteren seiner Opfer zu werden. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. Two youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the demons. Their words are always sweet, but all they bring is death. Close to is a richness theory. Oh, noch zwei, ey. Sau, ich bin fast. You've no magic left. Drink a potion. Close to is a richness theory. Let's return to the village. Their families need to be informed. War das jetzt schon das große Weiße? Ich hab jetzt mit was viel Größerem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal noch weiter. Hier ist eine Höhle.
Aha. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, nein, ich bin schon wieder. To my health and death to the others. Move away. Things are about to get dicey. You've no magic left. Drink a potion. Close to is the richness theory. Auf jeden Fall wieder Rohessenz. Genügend. Aber das ist doch eigenartig. Ah, das ist dieses hier unmöglich zu erklimmen. Soll ich mal da oben die Leiter hochgehen? Das interessiert mich jetzt nämlich. Vielleicht kommen wir nämlich so irgendwie bei den Missionaren raus. Das wäre es doch jetzt mal. Ich glaube zwar nicht dran, aber für irgendwas muss das ja hier gut sein. Ach nee, hier ist noch eine Kiste, okay. Schade. Schade, ich dachte echt, das wäre jetzt dieses weiße Ding wäre riesengroß und nicht nur so. Also ich fand das jetzt ziemlich klein. Ich fand das jetzt auch nicht gerade größer als die anderen alle. Warte mal, ich muss überlegen. Ich habe immer so einen schlechten Orientierungs in den Höhlen. Das habe ich ja früher, ich habe ja auch mal Oblivion gezockt. Und das habe ich in Oblivion immer gehasst, dass du, wenn du in so eine Höhle reingegangen bist oder in so einem Grab, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, die Familie der Opfer, ja, dass, wie heißt es? Dass man dann denselben Weg irgendwie wieder zurückfinden musste. Also behaupte ich jetzt mal. Ich glaube jetzt nämlich nicht, dass da irgendwo noch so ein Zusatzausgang war. Ah ja, hier war ich schon. Also ich glaube, man musste immer den ganzen. Ja, ich glaube, sonst hätte ich die. Dann habe ich die wirklich nie gesehen. Also, oh, da hast du noch was für mich? Oh, scheiße, jetzt trage ich schon wieder zu viel. Gibt's doch nicht, ey. Ach, guck mal, hier kann man doch alles hier ablegen. Nein, das nicht. Jetzt kann ich wieder ein bisschen rennen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Psst. Jetzt muss ich nur noch hier, genau. Das Dorf. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die Missionare austricksen kann. Irgendwas ist hier. Sie werden angegriffen. Irgendwas. Achso. Boah, das war klar, dass ich wieder die volle Rolle kriege. Ja. Move away. Things are about to get dicey. You've no magic here. Drink a potion. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Close to is a richness. Oh, der Timer ist schon wieder abgelaufen. Das ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Das habe ich jetzt diesmal aber gar nicht mitgekriegt. Okay,
Ja, es kann sich ja eigentlich nicht mehr lange um dieses Spiel drehen, denke ich mal. Ich weiß nicht, momentan kriege ich halt nicht mehr so viele Nebenaufgaben, sondern nur noch eigentlich Hauptaufgaben. Ja, ich verabschiede mich dann erstmal bei euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.